Also, wie gefährlich ist diese neue Variante, diese Booster-Variante, die Omikron? Bei mir zu Gast ist heute der Science-Buzz und Molekularbiologe Martin Moder in der ZIP-Nacht. Wir starten um 23 Uhr hier in ORF 1. Ja, und dazu passt vielleicht Folgendes. Die Politiker, die PolitikerInnen haben ein Problem. Da gibt es eine spannende Meinungsumfrage vom SORA-Institut. 58% der Befragten vertrauen Österreichs Politiker, PolitikerInnen, nicht mehr. Übrigens in allen Altersbevölkerungsgruppen, in allen Altersgruppen, also unabhängig vom Alter. Und spannend, 90% sehen ein, wie es heißt, Korruptionsproblem der Politik in Österreich. So diese zusammengefasste Umfrage vom SORA-Institut. Ins Ausland jetzt. Bei der Explosion eines Tanklasters in Haiti in der Karibik heute mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Jetzt Trauer an. So, einen haben wir noch. Bei Bauarbeiten in Sri Lanka haben Arbeiter den größten Edelstein der Welt entdeckt. Ein Saphir. Schon zuvor muss der Stein allerdings gereinigt werden. Also das kann noch ein bisschen dauern. Nicht so sehr das Wetter. Im Norden und im Osten halten sich viele Wolken und es kann ab und zu leicht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ist es teils sonnig, teils neblig. Es bleibt mild bei Höchstwerten von 2 bis 10 Grad. So, hier übernehmen jetzt Stermann und Grissemann mit ganz sicher fantastischen Gästen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen um 11 Uhr.